Forschungsflugzeug, das die gesamte Troposphäre erkunden kann. Das heißt, sie kann bis etwa 12 Kilometer Höhe noch exakte Messungen durchführen. Das Spezialflugzeug hat eine komplette meteorologische Ausrüstung an Bord. Das Besondere aber sind die Laser. Nicht nur an der Tragfläche, auch im Innenraum ist einer installiert. Mithilfe dieser Laser soll während des Fluges durch die Staubschichten deren Dicke und Höhe exakt vermessen werden. Tagelang wird alles sorgfältig überprüft, denn in Marokko werden Reparaturen an den hochempfindlichen Geräten schwierig sein. Es ist eine Forschungsreise ins Ungewisse. Die deutschen Wissenschaftler sind gespannt, was sie vor Ort erwartet und was ihre Messungen ergeben werden. Die Oasenstadt Kwarzasate liegt südlich eng am Fuß des Atlasgebirges. Hier beginnt die größte Wüste der Erde, die Sahara. Auch wenn sie mit bloßem Auge nur am Boden zu erkennen ist, eine Staubschicht liegt über der gesamten Wüste. Direkt am kleinen Flughafen von Kwarzasate haben die deutschen Wissenschaftler eine ihrer Messstationen aufgebaut. Sie brauchen viel Strom, denn die Messgeräte müssen nicht nur mit Energie versorgt, sondern auch ständig gekühlt werden. Zwei riesige Hochenergielaser haben die Wissenschaftler in Spezialcontainern mitgebracht. Und jeden Tag bangen sie aufs Neue, ob alles funktioniert bei 40 Grad im Schatten. Die Hitze ist unser größter Feind. Dann kommt der Sand natürlich. Als zweites, fast genauso Schlimmes, der überall eindringt und alle beweglichen Teile stört, sodass wir uns schon mal aus dem Container ausgesperrt haben, weil der Sand in das Schloss eingedrungen war und wir nicht mehr reinkamen. Der in einem Container untergebrachte große LIDAR-Laser funktioniert nach einem einfachen Prinzip. Er misst mit Lichtreflexion. Über eine Öffnung an der Seite schießt das Laserlicht heraus und wird über Spiegel in die Atmosphäre gelenkt. Das Ganze in kurzen Impulsen von 10 Nanosekunden. Nach 30 Mikrosekunden kommt der nächste Lichtpuls. Das Laserlicht breitet sich in die Atmosphäre aus. Es trifft dort auf die Sandpartikel und die streuen das Licht wieder zurück. Ein großes Teleskop fängt das reflektierte Licht auf und lenkt es auf einen Detektor. Der misst das elektronische Signal. Viel Licht, viel Signal, wenig Licht, wenig Signal. Sind viele Partikel in der Luft, die reflektieren, dann kommt viel Licht zurück. Sind wenig Partikel in der Luft, dann kommt wenig Licht zurück. Anhand der Zeit, die das Licht braucht, bis es zurückkommt, kann man auch die Entfernung der verschiedenen Partikelschichten vom Boden bestimmen. Die Forscher vermessen den Raum zwischen 400 Metern und 60 Kilometer Höhe. Für die Messungen haben sie nur 3 Wochen Zeit. Bis zur ganz großen Sommerhitze müssen die Wissenschaftler fertig sein. 50 Grad und mehr, das halten die Laser nicht aus. Wir haben etwa die letzten 10, 15 Jahre daran gearbeitet, an verschiedenen Stellen, vor allen Dingen in mehreren deutschen Universitäten, und gemeinsam einen Park von solchen LIDAR-Instrumenten, wir haben insgesamt 3 Stück hier, mit verschiedenen Eigenschaften entwickelt, die nun zum ersten Mal an einem Ort zusammen messen und damit auch insgesamt mehr messen können, als sie einzeln messen können, weil sie auch zusammenarbeiten. Das hat es auch noch nie gegeben, dass 2 LIDARe zusammenarbeiten, um gemeinsam den Informationsgehalt zu erhöhen. Der Arbeitstag der Wissenschaftler beginnt morgens um 6. Eine Gruppe vom Leipziger Institut für Troposphärenforschung arbeitet im Hangar direkt neben den Lasercontainern. Sie haben ein kleines Turboprop-Flugzeug mit einem Sonnenfotometer ausgerüstet, um die Sonnenstrahlung zu messen. Wie viel Sonnenenergie dringt überhaupt durch die Staubschicht über der Wüste hindurch? Wie viel wird reflektiert oder gespeichert? Dieses Instrument wurde extra für das Forschungsprojekt SAMUM entwickelt.
Das Besondere? Das Sonnenfotometer spaltet die Sonnenstrahlen in ihre Komponenten auf. Das kleine Flugzeug ist eine Ergänzung zum Forschungsflugzeug Falcon. Diese ist in Casablanca stationiert. Dort gibt es einen größeren, gekühlten Hangar. In der Wüstensonne auf dem Flughafen am Rande der Sahara wären die elektronischen Geräte, vor allem die Laser, einem gewaltigen Hitzestau ausgesetzt und würden recht bald ausfallen. Darum landet die Falcon in Kwazazate nur kurz, um die Wissenschaftler aufzunehmen. Die Falcon fliegt nach den Anweisungen der Kollegen am Boden. Gleichsam immer um den großen Laserstrahl vom Boden herum schraubt sich das Flugzeug nach oben bis auf eine Höhe von 10 Kilometern und misst dabei ständig die Dicke der Staubschicht mit ihren Lasern an den Tragflächen und senkrecht aus dem Innenraum. Es gibt eine exakte Routenplanung, ausgerichtet nach aktuellen Staubbewegungen, die von mehreren Satellitenstationen ständig gemeldet werden. Die Flugdaten dienen auch zur Überprüfung der Daten aus der Bodenmessung. Interessant ist für die Forscher dabei, dass die Laser außen an den Tragflächen auch waagerecht in die Staubschichten hineinschießen und dadurch noch zusätzliche Messergebnisse liefern. Auch die Turboprop ist in der Luft. So tief wie möglich fliegt das kleine Flugzeug über den Wüstenboden. Dort, wo die anderen mit ihren Messgeräten nicht hinkommen, registriert es die Intensität der Sonnenstrahlung, die die Staubschicht durchdringt. Für die Wissenschaftler ist diese Dreierkombination ideal. Alle messen zur selben Zeit in verschiedenen Höhen dasselbe Ereignis. So ergibt sich ein nahezu perfekter Datensatz über die schwebende Wüste. Nach etwa 2 Stunden Flugzeit kommen die Forscher nach Kwazazate zurück. Und dann ist da noch jemand unterwegs. Der Satellit Calypso. Vor ein paar Monaten hat die NASA ihn in seine Umlaufbahn gebracht. Die Amerikaner interessieren sich brennend für den Wüstenstaub in der Atmosphäre. Calypso ist ein extra für die Aerosolforschung entwickelter Lasersatellit. In 800 Kilometern Höhe zieht er seine Bahn, schießt seinen Laserstrahl herunter und vermisst so die wandernden Staubteppiche von oben aus dem All. Im engen Feld wie ein Laserpointer folgt er dem Sahara-Sand über 5000 Kilometer bis in die Hurrikanzonen. Wir wissen, dass das Wetter an einem bestimmten Ort von Faktoren beeinflusst wird, die an einem anderen Ort entstehen, weil die Partikel wandern. Und Calypso erlaubt uns endlich einen Blick in die Entstehung dieser Schichten. Nur wenn wir mehr wissen, können wir darauf reagieren. Das allerdings wird noch lange dauern. Erst einmal müssen genug Daten gesammelt werden. Noch weiß niemand, wie diese Staubschicht genau aussieht und wie dick sie ist. Nach jedem Flug treffen sich die deutschen Wissenschaftler im Hangar, um die Messungen vorläufig auszuwerten. Und dabei gibt es bereits erste Ergebnisse, die alle überraschen. Die Grafiken, errechnet aus den ganzen Laserdaten, zeigen ein interessantes Bild. Die Staubschicht über der Wüste ist 5 Kilometer dick, sehr konstant und an ihrer Obergrenze scharf abgeschlossen. Das bedeutet, je kompakter die Schicht ist, desto weiter kann sie wandern. Das Atlasgebirge links auf dem Bild wirkt für den Staub wie eine Rampe. Er schießt über die Berge hinaus auf den Atlantik. Wir haben gemessen, wie stark die Sonnenstrahlung in der Staubschicht geschwächt wird. Und da kam also raus, dass wir also 20-25% Schwächung innerhalb dieser Staubschicht hatten. Und das ist also ein recht hoher Wert, den wir so nicht unbedingt erwartet hatten. Aber was passiert mit dem Licht? Wird es einfach nur reflektiert oder vielleicht auch absorbiert, also in der Staubschicht als Wärme?